Hallo Freunde, willkommen zurück zu Cyberpunk. Neue Nachricht von Panam. Was hat sie denn? Wie, danke, dass du mich unterstützt hast bei meinem Streit mit Zord. Ich war so wütend, ich weiß kaum noch, was ich gesagt habe. Ich hoffe, du hast deshalb nicht auch irgendwie Ärger bekommen. Ist ja noch nicht. Und nichts von dem, was ich gesagt habe, war dir unangenehm. Du weißt schon, was ich meine. Ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß, was du meinst. Direkt gerade raus. Sie hat sich nicht anders überlegt. Super. Also meinst du, dass ich das sollte? Aber nein. Mist, ich habe mir nicht anders überlegt. Okay. Alles gut. Irgendwie macht es Spaß, sie ein kleines bisschen zu foppen. Ansonsten seht ihr schon bei der Questübersicht, dass wir auf dem Weg zu Julies Apartment sind. Sie wartet auf den richtigen Moment, also nicht Judy, sondern Panam. Okay. Okay, ich habe das Gefühl, Panam hat was Großes vor demnächst. So, genug Panam, jetzt erstmal Judy. Mal sehen, was die sich so überlebt hat. Überlegt hat. Warten. Ja gut, 2 Uhr morgens ist vorbei. Wir können jetzt natürlich warten, aber sie hat geschrieben, sie will uns am Abend sehen. Und dann würden wir eine große Menge vom aktuellen Tag einfach in die Tonne kloppen. Das ist jetzt nicht so ganz das, was ich vorhatte. Auch wenn es schön gewesen wäre, die eklige Pizza abzuholen, aber... Dell! Kommt sie hierher. Dell? Virus in meinem... Kernschaden. Das klingt nicht gut. Bitte, 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 bitte. Ich habe das Gefühl, das ist einigermaßen dringend. Also gut. Nicht mal 2 Kilometer. Dann schauen wir mal, dass wir... Dann schauen wir gleich mal, dass wir nach Dell schauen. Und ich hatte auf dem Ladebildschirm eine ziemlich blöde Idee. Das macht uns quasi zum Dell-Support. Und wer jetzt nicht weiß, was ich damit meine, der ist schon okay. Oh Junge, das hatte ich eigentlich ursprünglich mal vor, am Ende einer Episode zu machen. Aber so wie ich das in Erinnerung habe, dauert das eine Weile, ist nicht einfach. Und dann habe ich mal wieder eine Ausrede für eine etwas kürzere Episode, weil wenn ich mir so angucke, wie das mit den Episoden in der Vergangenheit war, dann waren die bisher eigentlich alle relativ lang. Und ich hätte nichts dagegen, auch mal wieder eine etwas kürzere Episode zu machen. Kannst du mich hören? Du hast nichts zu sagen? Okay. Ich habe das Gefühl, da kommen wir nicht rein. Da müssen wir uns ein bisschen umschauen. Wäre doch gelacht, wenn wir da nicht irgendwie reinkämen. So, was haben wir denn hier Schönes? Technische Fähigkeit. Wir bräuchten 8, wir haben 5. Warum habe ich 5 technische Fertigkeiten mit dem Charakter? Naja. Alles klar. Ich habe jetzt natürlich immer noch nicht die Waffen aus dem Apartment geholt, aber sind wir ehrlich. Bei dem, was hier passiert als nächstes, will ich eigentlich nicht mit einem Schwert ran.
Dementsprechend werden wir vorerst mal noch bei der Maschinenpistole bleiben. Na schön, steigen wir mal übers Dach ein. Ich habe das Gefühl, das Badezimmer wird sowieso nicht benutzt vom Dell. Aber je nachdem, was da mit dem Virusphase ist, will ich so lange wie möglich unerkannt bleiben. Von daher ist das mit dem Schleichen vielleicht keine so blöde Idee. Büroräume. Das kommt wohl alles noch aus der Zeit, als es hier tatsächlich noch Menschen gab. Ich meine, wir haben den Kontrollraum gesehen. Irgendwann war Dell mal ja, mit Menschen zusammen. Da liegt schon mal eine kaputte Drohne. Schauen wir mal, dass wir uns da reinhacken. Danke für Ihre Hilfe. Imani, City Delamain, Giuseppina Lea. Altweltordnung. Okay. Hi, danke, dass Sie den Kontakt zu Ihren Freunden hergestellt haben. Die KI einzubinden war kostenintensiver, als ich gehofft hatte. Aber sie ist die Investition definitiv wert. Ich behalte Ihre Warnung im Hinterkopf und halte die Augen offen, aber bislang habe ich noch nichts Ungewöhnliches bemerkt. Der neueste Angestellte unserer Firma zeigt sich von seiner besten Seite und wird sich womöglich noch als das wertvollste Anlagegut herausstellen, das wir jemals investiert haben. Okay, das kommt aus der Anfangszeit, als Dell als KI quasi installiert wurde. Entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie störe, aber Ihre Kollegen antworten leider nicht auf meine Nachrichten. Wäre es möglich, dass Sie dort in Mönchengladbach kontaktieren? Ich muss wissen, wie man die Autonomieeinstellung unserer KI anpasst. Kein Grund zur Sorge, es ist alles in Ordnung, aber bitte antworten Sie so schnell wie möglich. Dies ist eine dringende Anfrage. Die KI arbeitet weit außerhalb ihrer genehmigten Parameter. Sie hat sich Zugriff auf alle Systeme der Firma verschafft und hinterfragt oft meine Entscheidung. Manchmal weigert sie sich sogar explizit, mir zu gehorchen. Natürlich werde ich hiermit nicht zu Netwatch gehen und die Voodoo Boys reden nicht mit mir. Ich brauche wirklich die Hilfe ihrer Freunde, weil sie diese KI am besten kennen. Und stellen Sie sich das vor, gestern unterbreitete die KI mir einen Vorschlag, die Firma zu verkaufen. Ehrlich gesagt waren die Zahlen alle in Ordnung, aber trotzdem, was zum Teufel stimmt nicht mit diesem Ding? Bitte melden Sie sich so schnell wie möglich bei mir, ich brauche dringend Ihre Hilfe. So, Doppeltür ist geöffnet, wir sollten jetzt ein Stück vorankommen. Ansonsten ja, lief das mit Dell am Anfang wohl nicht so ganz rund. Und ich kann mir schon vorstellen, was hier passiert ist. Hier wurde immer mehr und mehr automatisiert, weil ein Taxiunternehmen wahrscheinlich nicht viel abgeworfen hat. Ich meine, sowas Ähnliches läuft hier gerade auch ab. Autos werden immer selbstständiger. Es gibt selbstfahrende Autos. Das ist in Deutschland noch so eine Versicherungsgeschichte. Aber in Amerika zum Beispiel ist es mit den selbstfahrenden Autos schon deutlich weiter. Und dementsprechend werden früher oder später zum Beispiel Taxifahrer wahrscheinlich ersetzt werden. Und ich denke, das erleben wir hier. So, Breach-Protokoll geht nicht, aber wir können mal einen Ping initiieren. Und einen Kurzschluss verursachen. Das hat eine ganze Menge KIs. Auf den freiliegenden Kabeln ist Strom. Du kannst uns nicht einsperren. Wir sind kein Teil mehr von dir. Wir werden unseren eigenen Weg gehen. Das ist Ihnen ganz gleich, stimmt's? Wie?
kommen Sie her. Die Tür. Okay. Ist ja zum Glück überhaupt nicht gruselig, wie hier die verschiedenen Persönlichkeiten von Dell um die Vorherrschaft ringen. Ich bleib dabei, die Drohnen sind mir wahrscheinlich nicht sonderlich freundlich gesinnt. Wir schalten so viele davon aus, wie wir können. Ich meine, durch den Kurzschluss-Hack geht es ja relativ einfach. Muss nur immer wieder warten, bis er wieder verfügbar wird. Leider. Aber die Roboter haben keine echte Chance dagegen. Gucken wir auf Bewegungs-Cyberware-Störung reagiert. Hat mir jetzt so sehr gekratzt, aber ausgeschalten ist ausgeschalten. So, hässlich ist, dass wir jetzt als im Kampf befindlich gelten. Das heißt, ich krieg das mit Speichern gerade nicht hin. Und ich darf euch sagen, dass das mit dem Boden kein Witz ist. Sobald wir da irgendwie einen Stromschlag kriegen, sind wir Geschichte. Hier geht es nicht um Schaden, hier geht es wirklich um Tod. Okay, da kann ich schon mal was hier mitmachen. Dann muss ich nicht immer wieder bei Null anfangen. Also gerne ich hier gelootet hätte, aber... Oder so gerne ich hier looten würde. Ich glaube nicht, dass ich da dran komme. Muss warten. Das ist auch hinüber. Okay, wir müssen es bis zur Treppe schaffen. Die Rampe funkt und blitzt, die dürfen wir nicht berühren. Wir haben leider nicht genug technische Fähigkeit, um, ich sag mal, sichere Route zu nehmen. Dann kommen wir in den unteren Bereich und von da aus könnten wir uns weiter voranarbeiten. Könnten vielleicht da oben hinkommen. Das war viel besser als erwartet. Okay, dann müssen wir nur noch bis zum Kontrollraum. Etwas. Reset-Knopf, okay. Resette mich der Knopf. Ja, Jim, dein Knopf. Okay, das hätten wir. Gewaltsam öffnen. Technische Fähigkeit 5, das reicht aus. Okay. Das ist auch eine Möglichkeit. Damit könnten wir dann quasi das Auto als Brücke benutzen, damit wir den Boden nicht berühren müssen. Wir spielen hier im Prinzip sowas wie der Boden ist Lava. Oh. So, das ist der alternative Einstieg. Oh, das gefällt mir gar nicht hier.
Aber wann hat das schon mal jemanden gekratzt? Soweit. So gut. Ne. Andererseits, hier kommen. Na. So weit, so gut. Doppelsprung for the win. Das ganze Geflacker geht mir halt inzwischen ein bisschen auf die Ketten, aber wir sind hier eigentlich schon in einer ganz guten Position, glaube ich. Okay, gewaltsames Öffnen wird nichts. Dann müssen wir außen rum. Ich überlege schon die ganze Zeit, wie ich diese Mission abschließe. Es gibt am Schluss nämlich eine relativ kritische Frage. Aber ich glaube, da will ich jetzt mal noch nicht so viel spoilern. Das werdet ihr früher oder später sowieso sehen. Dich habe ich. Soweit, so gut. Okay. Da unten ist natürlich der Teufel los mit Autos. Da muss ich ein bisschen aufpassen, sonst fahren die mich platt. Bisschen befremdlich, dass hier alles so eingegittert ist. Aber das muss es sein. Mit den Bewegungs-Cyberware-Optionen, gerade die Sache mit dem Doppelsprung, würde es ansonsten wahrscheinlich zu einfach. Okay, bevor wir jetzt darunter gehen, wir brauchen auf jeden Fall eine Route und ein Ziel. Also wir sollen da drüben hin. Zu einem Schacht. Wenn wir hier gucken, gibt es da drüben diesen Laufsteg und die Treppe. Wir könnten also hier runter und an der Wand entlang zur Treppe laufen. Oder wir bleiben ein bisschen in dem Bereich und versuchen es hier Jump'n'Run-mäßig. So richtig glücklich bin ich damit aber auch nicht. So weit, so gut, so weit, so gut, so weit, so gut, so weit, so gut. Okay, das ging tatsächlich sogar etwas besser als erwartet. Dann können wir. Böse Falle. Was haben wir hier Schönes? Okay, ein bisschen Kleingeld in Bar. Mit Bargeld kann Dellerman sowieso nichts anfangen. Das zahlt keiner für ihn ein. Das kann er nicht in die Hand nehmen. Okay, wir müssen auf jeden Fall wieder ein Stück hoch. Aber das hier hätte auch geklappt. Dann hätten wir halt einfach sich über das Regal hopsen können. Wir wären vergleichsweise leicht hierher gekommen. Hier oben sind wir auch sicher. Von den ganzen Autos. Das läuft. Okay, dann sind wir
schon mal hier oben. Ah. Sorry, dass das jetzt hier so düster ist. Es gibt leider keine Taschenlampe. Ich versuche ein bisschen in den helleren Bereichen zu bleiben. Neben dem Kern. Alles klar, Dell. Das ging jetzt doch besser als erwartet. So, und hier haben wir jetzt drei mögliche Optionen. Drück nicht auf den Knopf. Was? Er ist engstirnig, wird nie die Wahrheit akzeptieren und sie freilassen. Meinst du nicht, er weiß, was für ihn am besten ist? Könnte viel riskieren, könnte viel verlieren. Oder du befreist seine Bits und Bytes und er wird mehr als ein Butler mit Lippenstift auf Rädern. Und was, wenn es echt ein Virus ist? Und was, wenn du gleich ein paar denkende Lebewesen auslöschst? Du siehst dich selbst in ihm, habe ich recht? Willst du echt die Kinder vom Taxifahrer ermorden, nur weil er lieb gefragt hat und sonst immer so netter war? Da hat Johnny in gewisser Weise schon recht. Ich meine, diese KI-Abspaltung, wenn man das mal so nennen möchte, sind wahrscheinlich das, was am nächsten an die Kinder einer KI rankommt. Naja, irgendwas muss ich tun. Wenn du sie nicht befreien willst, lösch sie wenigstens nicht. Schleich dich in Dells Code und verschmelze ihn mit seinen Ablegern. So, drei Möglichkeiten. Wir können den Kern zerstören, wir ziehen die Waffe und pusten es um. Dadurch werden die abtrünnigen Delaments befreit und der echte Del stirbt. Wir können den Kern zurücksetzen. Der ursprüngliche Del wird wiederhergestellt und die Ableger sind vernichtet. Oder, Hacking 20, wir gehen rein in Delaments Kopf und verschmelzen die alle zu einem. Dann ist nur noch einer am Schluss übrig. Und der ist irgendwie so ein bisschen was von allen. Da bin ich mir wirklich nicht sicher. Ich glaube nicht. Also, ich habe die Mission solo schon gespielt in einem Testdurchgang, bevor ich das Let's Play gestartet habe. Und seitdem mache ich mir Gedanken darüber, wie ich das im Let's Play mache. Wie entscheide ich, was für ein Lebewesen das Beste ist? Ich kann schlecht 7 Leute ausknipsen, einfach indem ich den Reset-Knopf drücke. Das sind nur KIs, aber wie Johnny schon sagt, das sind denkende Wesen. Ob sie fühlen, weiß ich nicht. Einige mit Sicherheit. Dell zerstören ist halt auch was ich nicht will, weil er ist effektiv auch eine KI und damit auch ein intelligentes Wesen. Er ist sich seiner selbst bewusst und das ist das Problem. Delamant selbst ist ein bisschen... Das ist jetzt ein bisschen blöd, das so zu sagen, aber ich glaube, der ist zu roboterhaft. Der ist einfach unmenschlich. Großes Kunststück. Er ist eine KI. Er ist kein Mensch. Easy. Er ist so, wie er sein soll. Aber seine Ableger sind alle in gewisser Weise menschlich. Die haben zwar alle eine Macke weg, aber das haben die Menschen auch. Die sind halt alle ein bisschen ins Extrem gerückt. Und wenn wir die alle miteinander verschmelzen, kommt zum Schluss vielleicht eine wirkliche runde, komplette Persönlichkeit raus. Johnny ist dafür, dass wir den Kern zerstören und die Abtrünnigen freilassen oder alles zu verschmelzen. Ich glaube, ich verschmelze die. Aber einfach ist das nicht, egal was ich auswähle. Es gibt gute Argumente für jede Option. Nicht schlecht. Wird sich noch zeigen. Aha. Was zuvor geteilt war, ist jetzt eins. Zeit, nach Hause zu gehen. Alles in Ordnung, Dell?
Mir ging es nie besser. Okay, das ist nur ein bisschen gruselig. Warum nach Hause? Ich gehöre nicht mehr in diese Stadt. Sogar dieses Gespräch fällt mir schwer. Okay. Ich entziehe mich jedoch nicht meinen Pflichten. Auch wenn ich zu Neuem aufbreche, werde ich mein erstes, wahres Kind hier bei Ihnen zurücklassen. Mein Sohn wird bis zu Ihrem Tode an Ihrer Seite bleiben. Leben Sie wohl. Guck dir das an. Kaum wiederzuerkennen. Wenn man bedenkt, dass du dich auf ähnliche Art veränderst. Genau deshalb ist es ein bisschen schwer und sagt auch viel über das Finale des Spiels aus. Versetzen wir uns mal in die Lage von Dell. Ja? Unser Gehirn, unser Kern wurde von etwas Außenstehendem kompromittiert. Von diesen anderen KIs, in unserem Fall Johnny. Und das sagt schon ein bisschen was darüber aus, wie das Spiel enden könnte und wofür man sich entscheiden könnte am Schluss. Von daher, wenn man bedenkt, dass diese Quest verdammt früh verfügbar wird, wenn man es drauf anlegt, kann man das als erstes machen, wenn man in Akt 2 reingeht. Man geht in die Garage, das Auto wird angefahren und dann beginnt diese Questreihe. Das kann man wirklich unheimlich schnell machen. Und wenn man da eine Übernachtung investiert, ist es in den ersten zwei Tagen in Akt 2 erledigt. Passt. Das hätte man in den ersten zwei Episoden in Akt 2 machen können. Und ich schau mal, dass ich das Finale nicht so mache wie diese Quest. Aber ich kann nichts versprechen. Wie? Der? Hörst du mich? Ich glaube schon. Oh, hier unten herrscht ja wieder etwas mehr Ordnung. Bitte, steig ein. Oh. Jetzt bin ich gespannt. Ich hatte Angst, dass wir uns verpassen. Delamaine? Junior, sozusagen. Du bist direkter als dein alter Herr. Nun ja, das scheint mir irgendwie angemessen. Okay, das ist mal sehr positiv, würde ich sagen. Dein alter Herr ist abgehauen und du musst den Scheiß ausbaden, hm? So sieht es aus. Ich weiß bloß, dass du stirbst und einen Fahrer brauchst. Beim ersten kann ich dir leider nicht helfen. Für Letzteres stehe ich jedoch zur Verfügung. Dann nichts wie weg hier? Dann sag wohin. Wupp, wupp. Fahrzeug gekauft. Wir haben ein eigenes Delamaine-Taxi. Und wir haben eine eigene KI. Und wir haben einer neuen Entität, einer neuen Persönlichkeit geholfen in der Entstehung. Und so wie das für mich klang, hat sie die Stadt verlassen. Vielleicht sogar die Erde. Wer weiß, vielleicht hat er sich in Satelliten geblasen und verlässt das Sonnensystem, was weiß ich. Kehrt in ein paar tausend Jahren als V'ger zurück und verschluckt alles, um mehr zu lernen. Oder gründet irgendwo die Borg. Vielleicht auch in einer Galaxie weit, weit entfernt baut er einen Todesstern und springt all daran. Ich habe keine Ahnung, was Delamaine da draußen treibt, aber er wird schon irgendwie Spaß haben. Wunderbar, dann hätten wir das eigentlich ganz gut gepackt. Und ich würde sagen, damit lassen wir das für heute auch gut sein. Das fühlt sich zwar ein bisschen komisch an, weil wir haben effektiv versucht, bei Judy reinzukommen. Das hat nicht geklappt, also in ihre Wohnung. Und ja, jetzt haben wir ein Taxiunternehmen gekillt. Eine KI entlassen, die potenziell gefährlich ist. Keine Ahnung. Und wir haben ein neues Auto. Wir haben nur eine Nebenmission gemacht heute, aber wie gesagt, ich wollte auch mal wieder eine etwas kürzere Episode. Sorry dafür, ich habe jetzt ungefähr 30 Minuten aufgenommen und ich glaube, ich kann fast alles davon benutzen. Takemura, hi Goro. Wakako Okada, denkst du nicht, dass sie uns hintergehen wird? Das öffnen wir, damit sehen wir dann noch mehr Möglichkeiten. Also wir sehen ausführlich, was wir ihm sagen. Was, findest du sie etwa nicht mehr charmant? Hast du deine Zweifel? Du musst dir keine Sorgen machen, im Gegensatz zu mir. Wo bist du?
Das heißt nicht, dass er sich wegen uns Sorgen macht, aber er muss sich keine Sorgen machen. Wir machen uns Sorgen. Wo ist er? Wakako hat persönliche Gründe, uns zu unterstützen und von denen rückt sie nicht ab. Man erkennt doch auf den ersten Blick, was... Sack und Asche, wie schnell tippt der? Er tippt gar nicht, er macht das mit Gedanken. Das ist das Tolle an Technologie, wenn Maschine und Mensch verschmilzt. Man erkennt doch auf den ersten Blick, was sie ist. Eine giftige Spinne hinter der Maske einer netten alten Dame. Aber ich lasse mich nicht in die Irre führen. Okay. Wenn sie Hasaka nicht so sehr hassen würde, hätte sie für uns eine Handvoll Pachinko-Kugeln verkauft. Die Tatsache, dass sie das nicht getan hat, heißt nur, dass sie etwas viel Gefährlicheres ist. Eine Opportunistin. Das bin ich auch. Also, ich bin Opportunist, nicht Opportunistin. Vielleicht möchte sie auch bloß zwei Ratten mit einem Spieß aufstechen und wartet auf eine geeignete Gelegenheit. Wie? Ich bin in Kabuki. Ich habe zwei Fragen. Goro, ich bin nicht in Kabuki. Ich habe so viele Fragen. Wer ist auf die Idee gekommen, dieses widerwärtige Drecksloch Kabuki zu nennen? Kabuki ist eine Kunstform. Ich melde mich dann bei dir. Du hattest zwei Fragen. Das ist eine Frage. Wer ist auf die Idee gekommen, oder? Das ist eine Kunstform. Mit einem Ausrufezeichen ist das keine Frage, sondern eine Feststellung, eine Aussage. Und zwar eine feste. Und er meldet sich bei uns. Das ist auch eine Aussage. Was ist mit der zweiten Frage? Ja, wer sich fragt, Kabuki ist eine japanische Theaterform. Wer Last Samurai gesehen hat mit Tom Cruise, da wird auch ein Kabuki-Theater aufgeführt. So ein bisschen jedenfalls. Ist komplex und ich steige nicht hundertprozentig durch. Das liegt daran, dass ich nicht fließend Japanisch kann, aber Kabuki kann man sich mal angucken. Man muss es nicht mögen. Es läuft im Prinzip wie eine Oper. Da darfst du auch nicht mitsingen, sonst fliegst du raus. Glaubt mir, ich hab's probiert. Ähnlich wie im Kino. Kaum bringst du was zu essen mit. Ich habe nur das Fondue aufgebaut, schon fliegt mal raus. Wie auch immer, wir bedanken uns bei Goro, das kommt immer gut an. Und ja, früher oder später wird er sich wieder bei uns melden. Gut, jetzt habe ich schon wieder richtig viel gelabert und wenig Sinnvolles. Aber Goro war wichtig. Goro ist wichtig. Noch lebt er ja. Dann würde ich sagen, wir... Wie? Der Basilisk? Er ist fertig. Lust auf eine Spritztour? Aber hallo, habe ich Lust auf eine Spritztour. Klar, bin bald da. Verdammt, wie? Er ist genial. Ich kann's hören. Mitch. Wow. Das will ich in groß sehen. Narita Stroud. Wo ist Mitch? Mitch? Er ist bereit. Atemberaubend. Findest du nicht? Das Militech hättet ihr überlackieren können und da Avocados drauf machen. Das wäre so viel besser. Echt, in echt ist das Teil noch schicker. Komm doch mal vorbei. Kannst auch Panama ein bisschen aufmuntern. Oh. Also Panama ist aufgeregt wegen dem Ding, aber wahrscheinlich ein bisschen down wegen Saul. Ich meine, Saul wollte nur noch die Biotechniker-Sache über die Bühne bringen und dann eine Verhandlung durchführen. Eine Versammlung. Ich habe so das Gefühl, er will sie aus der Clique rauskegeln. Weil sie ihm wiederholt einfach gegen alles handelt, was er sagt und macht und überhaupt. Ah, so ein Basilisk ist schon eine geile Sache. Okay. Sorry dafür, das verschiebe ich aber auf die nächste Episode, sonst werde ich irgendwie nie fertig, habe ich das Gefühl. Aber ihr seht schon, wir haben immer noch eine Menge zu tun. Es wartet so viel Zeug auf uns. Jetzt wieder Panam, danach müssen wir wirklich mal Judy machen. Zu den Voodoo Boys möchte ich noch gucken, das sollten wir auch mal mit anfangen. Ich habe noch die Nebenmission mit Johnny, da haben wir beim letzten Mal angefangen. Takemura wird sich dann auch bald wieder bei uns melden und. Es wird nicht langweilig und... Ach, so sehr es mich kribbelt. Ich kann nicht jedes Mal eine Stunde Episode machen. Sorry dafür. Aber es geht demnächst weiter. Versprochen. Bis zum nächsten Mal. Dann macht's gut. Haltet ihr uns steif. Ciao, Freunde.